Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freunde. Wie ihr es im Titel schon sehen könnt, zeige ich heute euch, wie man GTA 5 und wo man es installiert und wie man es einfügt. Viel Spaß! Und da sind wir wieder. Und wir sagen, wir legen direkt los. Natürlich, alle Links sind natürlich in der Beschreibung. Dann gehen wir mal auf die GTA 5 Mod Website. Natürlich, und ich glaube, die meisten werden es kennen. Und die, was sie nicht kennen, die werden es jetzt kennenlernen. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man es installiert. Also, Scriptbook 5 brauchen wir und Menü brauchen wir. Aber gehen wir kurz zurück, das bei, so schaut es bei euch aus. Menü. Dann bei Scriptbook 5, sorry. Müsstest da installieren, downloaden drücken und danach nicht da installieren drücken. Unten gibt es so etwas, da musst du auch drücken auf installieren. Danach, wenn du es installierst, kommt unten so ein Zeichen und dann hast du es installiert. Ich habe es schon installiert, ist ja wurscht. Danach gehen wir da auf Menü. Gehen wir da auf installieren oder Download und da auf Download und dann installiert es gleich oder Download es gleich wie es Scriptbook 5 passt. Jetzt haben wir das alles. Das gehen wir mal weg. Passt, da gehen wir das mal. Tun wir das Fenster mal auf meinen zweiten Monitor hin. Passt. Die zwei Sachen haben wir installiert. Ich tue es mal dunkeln, dass man es besser sehen kann. Die zwei Sachen haben wir da installiert. Dann gehen wir erstens einmal in das Menü. Das ist dieses. Gehen wir mal hinein. Ist ganz unten das readme.txt, das heißt Text, in kurz geschrieben halt, ist wurscht. Wenn wir da reingehen, da wird in der Word, es ist so ein Verzeichnis, halt ein Editor halt, erklärt, wie es zu öffnen ist. Da steht, dass es mit F8 zu öffnen ist. Und dann steht da zum Beispiel oben, unten, links und rechts, also wie das Mod-Menü zu steuern ist. Dann tun wir das einmal weg. Dann wir brauchen nur diese zwei Ordner. Nur diese zwei. Das ist nur für uns wichtig. Das andere ist für uns unwichtig. Dann, jetzt haben wir es da heraus. Wie ist das jetzt? Geht es außer dann, wie ihr sehen könnt. Dann tun wir das weg. Dann gehen wir mal in Scriptbook 5. Gehen wir mal hinein. Da ist wieder so etwas. Da wird auch wieder erklärt, wie es zu öffnen ist. Also Scriptbook 5 und wie es zu steuern geht mit oben, rechts, links, unten und Enter oder OK, dass man es bestätigt. Dann nach unten ist noch beschrieben, wie es installieren und einfügen kann. Ich glaube, das ist nur, glaube ich, wie es installieren, ja. Da steht nur, wie es installieren könnt. Ihr wieder Sprachbefehl. Sorry nochmal, dass ich so stottern tue. Und ja, dann tun wir das mal schließen. Dann gehen wir, uns interessiert nur es bin. Interessiert uns nur. Gehen wir da rein. Diesen drei Dateien müssen wir wieder aus dem Desktop auserziehen. Nur die drei. Mehr braucht man nicht. Ja, es gibt es nicht mehr. Aber das nicht bitte. Das ist nur der lokale Datenträger. Das interessiert uns überhaupt nicht. Passt. Dann tun wir das da auf die rechte Seite. Gefällt mir besser. Da D Ordner kann man weg tun da. Und wo das ganze Verzeichnis und alles rein ist. Nicht mehr. Sorry, dass mein Mikro ein bisschen noch rauscht. Sorry. Und ja, dann haben wir die drei, die fünf Dateien da. Dann gehen wir, holen wir uns einmal. Es geht der 5. Download. Also, wo es geht der 5 alles rein habt. Ich weiß nicht, wie nennt man es noch? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht. Ist Download, Dingsbums halt. Keine Ahnung. Dann geht es auf Steam. Also, wer halt von Steam halt hat, dann ist es auf Steam Maps gehen. Apps. Dann geht es auf Kommun und dann auf GTA 5 halt auf das halt hin, wo auf was es habt. Nach da ist alles installiert von GTA 5, was es halt Story-Modus, Online-Modus, also alles installiert, dass es GTA 5 funktioniert. Dann gehen wir mal erst einmal das Menü. Da machen wir mal ein. Braucht es nur einziehen oder es könnt mit Rechtsklick kopieren und mit Linksklick. Mit rechts wieder und links wieder einfügen. Oder ist du das einfach so markieren, wie ich so markieren und dann einfügen. Und ich habe das schon gemacht und es ist das gleiche wie bei dem. Es könnt es ganz gleiche. Es könnt es
einfügen, so einfügen oder mit Rechtsklick kopieren und einfügen. Und ja, das war schon. Und jetzt, wenn es öffnet, müsste es funktionieren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare was einschreiben. Ich helfe euch so gut es geht, natürlich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hätte ich mich um einen Daumen nach oben sehr freuen. Und natürlich könnt ihr es kostenlos und kostenlos abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Passt, ciao und bis zum nächsten Mal.